Jo Leute, willkommen zurück zu Plaguing Gewulft, einem offiziellen Custom-Szenario. So, ich muss mal demnächst mit dem Stevie wieder, oder mit dem Bevo, ich glaube ich mache das mal mit dem Bevo. Von dem hat man auch noch nicht so viel gehört bei mir auf dem Kanal. Werde ich mal, glaube ich, Multiplayer zocken, aber da muss ich mal gucken. Wir spielen, achso, habe ich jetzt gar nicht gezeigt, wo haben wir ihn? Lad mal schneller. Alien Hive meint. Da haben wir. So. You are an alien parasite, which crashes landed on Earth. Your goal upgrades these punny humans and turn them into a patial hive mind ready for interstellar travel. Features: questionable scientific terminology. Alien parasites, weird stuff that's probably been done better in other scenarios, terrible puns, even worse forced references, some events that are kinda crazy. Klingt witzig! Trivoro ist der Entwickler. Casual und mal gucken. You are an alien parasite is seeking a host to create a hive mind. Humans seem like a perfect candidate. Choose a starting country. Ich würde sagen, wir starten mal in Saudi-Arabien. Absolut Mainstream. Oh, Moment. Norax-Form. Okay. Norax-Form. Was ist das? Also das erkennt man ja. Parasite can now infect creatures other than humans. Increase research speed. What? Who said that the hive mind can't help out and infect people? Increase effectiveness in poor countries and change of plane hopping. And chance of plan hopping. Okay. Versuchen wir das mal. Keine Ahnung. Achso, ist ja kein armes Land. Shit. Deswegen starte ich normalerweise in Ägypten. Aha. So. Parasites gains ability to glide through the air. May also latch onto birds to hitch a ride. Okay, die Sprüche sind echt schlecht. So. Ja. Okay. It's cool to be part of a collective conscious. Increase effectiveness in richer countries as well as overall ineffectivity. Gott im Himmel, ey. Ich hasse, dafür hasse ich das Englisch eigentlich. Ich verstehe es zwar, aber ich kann es super schlecht nur aussprechen. Keine Ahnung. Möchte ich erforscht werden? Habe ich noch nicht so ganz gecheckt. Okay. Livestock now susceptible to infections. Insects and arachnids now suspected. Okay. Kriegen wir also auch jetzt. Okay. Weiter. Jawohl. Irak ist auch infiziert. Ist zwar auch kein armes Land, aber ist egal. Ja, und ab nach Grönland. So, Moment, wir spreaden gerade ziemlich gut. Das möchte ich bitte weiter so haben. Ich weiß zwar nicht, was das jetzt alles gerade war, aber ich weiß, dass, wenn er den Neuraxwurm irgendwie, normalerweise hat der Neuraxwurm immer so ein alternatives Ding. Ein alternatives Ende. Das heißt, das muss ich dann nur erforschen. So. Leider erhöht sich, also zumindest vom Lesen her, nirgendwo die Mutationschance. Zack, zack, zack. Und weiter. So. Das hier und dann das hier. Was fehlt denn noch? Philippinen fehlen alle noch.
Philippinen halt, ja, gut. In dem Spiel halt nur eine. Parasite burrows deeper into the skull, reducing ineffective, but makes it harder to extract for an examination. Okay, also fürs Late Game eher. Bin ich überall drin? Ich glaube ja, ne? Ne, Schweden mal wieder nicht. Die Schweden. Karibik, okay. Willkommen in der Karibik, Schatz. So, einmal in die reicheren Länder. Da. Abilities. Symptome. Keine Ahnung, was das macht. Keine Ahnung, was das alles macht. Und ist eigentlich auch vollkommen Wumpe. Warum? Okay. Okay. Post brain folds in on itself to make more room for new cranial matter. Mild hemorrhages and memory loss may occur to prepare. Don't question it. Macht aber keinen Sinn. Okay. May cause death in some weaker minded people. Okay. Okay. Keine Ahnung. Ja, ja, mach mal. Mach mal einfach. Mach mal einfach. So. Darüber. Auf nach China. So. Zack. Und irgendwie klappt das nicht. Also es scheint nicht so zu funktionieren, wie ich mir. Das Problem ist, ich mutiere halt relativ wenig, komischerweise. So, da. Was ist das denn? Ineffective setup labs to counter the cure, attempting to neutralize it if it ever gets completed. Okay. Was? This isn't the first time the parasite has to fight a cure. Alien tech helps the counter movement. What? Also, hä? Ich verstehe es nicht ganz. There are no healthy people in the world left. Ja, ja, it's okay. Okay. Ja. Moment. Hä? Ich verstehe es nicht so ganz. Ja, wurscht. Sind ja eh alle krank. So. Host kidnap cure research infected them afterwards. These newly infected wingling give any information about the cure. Gain DNA points from blue. Oh, das ist cool. Das ist echt praktisch. Wie viel brauche ich dafür? 18. Habe ich gleich. Danke. Das ist echt praktisch. Dass ich das mal als Fähigkeit bekomme, ist schlau mitgedacht. Weil ich nämlich nicht weiß, auf was der hier eigentlich spielen will. Was ist das denn? Mind is fully realized. Huge intelligence spike. Okay. Ich verstehe auch nicht, was der Plan dieses Viruses ist, aber okay. Okay. Okay, wir haben die Welt erleuchtet. Dein fucking Ernst. Ja. Ja. Ich sag mal so, die ganzen Mutationschancen rausnehmen. Alles so ein bisschen konfus machen. Also die Fähigkeiten absolut overpowern, weil da kein Schwein reingeht unten. Im Szenario eigentlich. Weil das Ding ist unten absolut overpowered.
und dann eigentlich nur irgendwie 5 oder 6 sinnvolle Symptome reinmachen. Oh, und was ich vergessen habe, komplett komplizierte Wege, weil erst so quer rechts hoch, da musste ich unten was erforschen, damit ich um die Ecke wieder weiter hochgehen kann. Total bescheuert den Weg gelegt. Er ist kompliziert, der Virus, definitiv. Und ich muss ehrlich sagen, ich fand ihn jetzt nicht so überragend geil, aber einfach weil es ein Neuraxwurm war und ich doch ein bisschen Fun dabei hatte, kriegt das jetzt mal von mir einen Daumen hoch. Aber wirklich so gerade eben, also ist wirklich nur jemand, der den Neuraxwurm so gerne spielt wie ich, weil das ist wirklich meine Lieblingskrankheitsart. Aber ja, da möchte ich eigentlich mehr von sehen. Leute, wenn es euch gefallen hat, Like da lassen, würde mich auf jeden Fall freuen. Link zum Szenario unten in der Videobeschreibung. Ich muss die mal alle wieder nachrüsten. Ich habe das bei den letzten paar, glaube ich, vergessen. Es tut mir leid. Sollte, wenn alles glatt läuft, in den nächsten paar Tagen spätestens nachgeholt sein. Also, haut's rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.